Morgen, Freunde. Heute wird es zappenduster. Nach meiner Kurzgeschichte über zwei unglückliche Mädels am Bahndamm hat die Mehrheit von euch gesagt, sowas könne ich gern wiederholen. Deshalb gibt's diesmal zumindest etwas Ähnliches, wenngleich deutlich Bahnigeres. Einen zeitgenössischen Bericht über die Nacht auf einem Dorfbahnhof. Zwar sind die in diesem Film gezeigten Szenen weit neueren Datums, doch eint sie mit den Bildern von damals, dass sie bei Dunkelheit entstanden sind. Schauplatz des Geschehens ist Aßhausen auf der Strecke Hamburg-Hannover. Seinerzeit ein typischer 60er-Jahre-Bahnhof mit zwei durchgehenden Haupt-, einem Überholungs- und ein paar abgetrennten Nebengleisen sowie Haus- und Mittelbahnsteig plus Fußgängersteg. Beim dreigleisigen Ausbau Stelle Lüneburg hat die Station ihr Gesicht völlig verändert. Gleise und Bahnsteige sind hinter Lärmschutzwänden verschwunden. Aber genug der Vorrede. Ich steck euch in die Zeitmaschine und erteile einem 26 Jahre jüngeren Gustav das Wort. Licht aus, Spot an, Aßhausen by Night. 7. Juli 1995, ein Freitag in den Sommerferien. Sämtliche Freunde sind im wahrsten Sinne des Wortes ausgeflogen und gondeln zwischen Norwegen und Tunesien, England und Tschechien durch die Weltgeschichte. Ich, der einzige daheim gebliebene, bin allein zu Hause. Der Abend ist lau, sehr angenehm im Vergleich zur brütenden Hitze des Nachmittags mitsamt Ozonalarm. Aktenzeichen XY ungelöst ist vorbei. Ich habe die Wahl zwischen dem Actionfilm Diamanten kalt wie Eis und der Komödie Ein Käfig voller Narren. Da kommt mir diese Idee, für die mich viele, alle, als verrückt abstempeln würden. Wieso vor der Glotze hocken, wenn auf den Gleisen das Leben tobt? Erst kürzlich war in der Zeitung von unzumutbarer Lärmentwicklung an der Strecke Hamburg-Lüneburg die Rede. Mal sehen, was da dran ist. Also rauf aufs Fahrrad und ab zum Bahnhof Klecken. Hier herrscht Highlife. Allerdings weniger auf den Schienen als im Paparazzi, dem zur Kneipe umfunktionierten Güterschuppen. Ansonsten tut sich nichts. Bis nach 10 Minuten mein Stadtexpress nach Harburg und zeitgleich der Gegenzug nach Toschstedt eintreffen. Harburg an 22.32 Uhr auf Gleis 2. Um 22.57 Uhr will ich mit dem SE Richtung Lüneburg entschwinden, um nach Aßhausen zu gelangen. Dort entgeht mir garantiert nichts. Der Abschnitt Stelle Lüneburg, in dem Aßhausen liegt, zählt zu den am stärksten befahrenen Schienensträngen Deutschlands. Während der Wartezeit laufen in dichter Folge zwei ICE aus München und Frankfurt ein, ersterer sogar 3 Minuten vor Plan. Weniger pünktlich ist der Nachtexpress Meteor nach München. Etwa 20 Minuten später, verkündet die Anzeige. Letztlich startet er mit plus 23. Ihm folgt der Schnellzug nach Paris, komplett aus französischen Wagen gebildet. Auf den bahnsteiglosen Gleisen 7 und 8 knubbeln sich derweil die Güterzüge. Stop and go in beiden Richtungen. Der SE nach Lüneburg ist dieselbe Garnitur, mit der ich aus Klecken gekommen bin und die von Gleis 2 nach Gleis 4 umrangiert worden ist. 9 Minuten verspätet geht's hinein in die Nacht, weil wir noch einem Postzug den Vortritt lassen müssen. Um 23.22 Uhr bin ich am Ziel meiner Träume. Aßhausen. Also gut, lasset die Spiele beginnen. Mein Zug setzt sich mit Schaltwerk knallender Lok in Bewegung. Schnell übertönt das Konzert der Grillen seine abebbenden Fahrgeräusche, während das Schlusssignal noch Minuten auf der langen Geraden in Richtung Winsen zu erkennen ist. Und dann passiert erstmal gar nichts. Scheint ja alles halb so wild zu sein mit dem Krach, denke ich, bevor das Ausfahrsignal gen Hamburg auf Fahrt wechselt und es losgeht. Die Züge jagen sich im 5-Minuten-Abstand. 2 Regionalexpresse, 2 ICE, 2 Loks, eine Handvoll Güterzüge und ein verspäteter Stadtexpress, der in Gleis 3 überholt wird. Schon wieder leuchtet das grüne Auge des Signals,
Von Winsen nahen die Spitzenlichter des letzten oder ersten Interregios dieses Tages. Durchfahrt um 0.08 Uhr mit 200 Sachen. Und Zeit für eine Verschnaufpause. Ich wandere auf dem Bahnsteig auf und ab, während mehrere Kiddies auf der Wartebude am Vorplatz herumturnen. Und selbst ohne Kneipe besitzt ein Bahnhof anscheinend eine gewisse Anziehungskraft. Ansonsten hat die Geisterstunde wenig zu bieten. 7 Züge unterdurchschnittlich, wenn man bedenkt, dass hier tagsüber allein 10 Reisezüge pro Stunde zu bewundern sind. Da sich immer wieder Güterzüge, einzelne Loks und sonstige Schienengeschosse dazwischen mischen, sind 15 und mehr Fahrten innerhalb von 60 Minuten keine Seltenheit. Um 0.41 Uhr ist es soweit. Mit dem letzten SE nach Lönneberger verabschiedet sich diese Zuggattung vorerst vom Bahnhof Asshausen, dessen Gleise jetzt, bis auf wenige Ausnahmen, dem Güterverkehr vorbehalten sind. Das hat allerdings einen negativen Nebeneffekt. Da die Bahnsteige in den nächsten 4 Stunden nicht benötigt werden, knipst der im Nachbarbahnhof Stelle sitzende Fahrdienstleiter die Beleuchtung aus. Die einzigen Lichtquellen sind nun die Lampen auf der Fußgängerbrücke, die Uhren und der untergehende Mond. Im Gleisbogen hinter der Nordausfahrt glimmen die gelben Augen der beiden Vorsignale von Stelle. Jetzt wechselt das rechte von ihnen auf zweimal grün. Dazu erscheint eine aus der Entfernung nicht erkennbare Zahl im Geschwindigkeitsvoranzeiger. Der nächste Zug zweigt also in die Überholung oder zum Rangierbahnhof Maschen ab. Sekunden später nahen grelle Scheinwerfer von Winsen, begleitet von einem lauter werdenden Brummen, das sich bei der Einfahrt in schauerliches Geheul wandelt. Eine Ludmilla der ehemaligen Deutschen Reichsbahn röhrt mit einer Schleppe Kesselwagen durch den Bahnhof und läutet fulminant die 2. Stunde des Tages ein. Und es wird lebendig. Von Norden rollt es im Abstand weniger Minuten. Der Nachtzug D483 Kopenhagen-Innsbruck um 1.12 Uhr. Güterzüge um 1.17 Uhr, 1.22 Uhr, 1.28 Uhr und 1.35 Uhr sowie ein 5.000 Tonnen Erzzug Hansaport Beddingen um 1.42 Uhr. In Gegenrichtung geht's gemächlicher zu. 2 Dieselloks mit einer Kette leerer Flachwagen trödeln durch die Finsternis und bremsen trotz des 5-Minuten-Vorsprungs einen Postexpress aus, der vor dem Halt gebietenden Ausfahrsignal in die Eisen gehen muss. Nach einem Stückgutzug um 2.18 Uhr ist Durchatmen angesagt. Für genau 18 Minuten. Die Turner vom Wartehäuschen sind längst abgezogen. Wahrscheinlich heim ins Bettchen. Bett ist das Stichwort. Erstmals in dieser Nacht wünsche ich mich dorthin und denke ein wenig neidisch an Viktoria in Stavanger, Michael in Monastir, Philipp in Baunes und Miriam in Prag, die nun friedlich dem nächsten Tag ihrer wohlverdienten Ferien entgegenschlummern und nichts von alledem mitbekommen, was sich auf den Gleisen zwischen Hamburg und Hannover abspielt. Ich laufe wieder auf dem Bahnsteig hin und her, zur Abwechslung über die Brücke. Motten und ähnliches Getier umschwirren die Lampen, offensichtlich ebenso nachtaktiv wie ich. Dennoch, Züge müssen her. Motten kann ich auch zu Hause beobachten. Mein Stoßgebet wird erhört. Maschen hustet 3 Züge gen Süden raus. Nordwärts fahren ein Getreidezug und eine einsame Diesellok. 5 Züge in 10 Minuten. So darf das weitergehen. Doch erstmal ist wieder Sendepause. 16 Minuten nichts, 2 Züge um kurz nach 3, 18 Minuten Totentanz. Der Selbstblock auf halbem Weg zwischen mir und Winsen zeigt unverzagt Fahrt. Aber die Züge spielen nicht mit. Eine Dreiviertelstunde lang fährt nichts in Richtung Süden. Die Minuten dehnen sich. Quälend langsam beschreitet der große Zeiger seine 4. Runde an diesem jungen Sommersamstag. Die Grillen sind verstummt. Dafür bearbeitet irgendwo ein Landwirt seinen Acker. Ununterbrochen schwebt das monotone Brummen des Traktors durch die warme Luft zum Bahnhof. Viel Muße, das bisher erlebte Revue passieren zu lassen. Was sind das für Züge, die die Asshausener Nacht für Nacht zur Verzweiflung bringen?
Vorrangig rauschen Container und LKW-Auflieger an den finsteren Bahnsteigen vorbei. Dazwischen kühl und quietschende Schiebewandwagen, Kesselzüge mit orangefarbenen Gefahrguttafeln, Schüttgutwagen mit Kali, Schotter oder Getreide, Schnellzugloks mit spärlich beleuchteten Postzügen. Dazu das Lichterspiel der Signale und Loklampen, das Zirpen der Schienen bei Annäherung eines Zuges, das unaufhörliche Rattern auf Isolierstößen, Flachstellen auf den Radreifen, die noch zu hören sind, wenn der Zug längst durch Winsen klappert. Eigentlich wie bei Sonnenschein, nur eben im Dunkeln. Trotzdem oder gerade deshalb ganz anders, fremdartig, auf eine unbeschreibliche Weise faszinierend. Wahrscheinlich ist es das, was gern als der Zauber der Nacht bezeichnet wird, denke ich, bevor mich um 3.22 Uhr ein leerer Erzzug zurück in die Realität holt. 3.35 Uhr. Der Personenverkehr meldet sich kurzzeitig zu Wort. D482 aus Innsbruck, der noch den weiten Weg bis Kopenhagen vor sich hat. Schummriges Licht fällt aus wenigen Fenstern hinaus auf den Schotter. Ob die Reisenden ahnen, was für Gestalten sich zu dieser Zeit am Bahndamm herumtreiben? Hinter dem Nachtzug kommt die Crème de la Crème, die die Deutsche Bahn im Güterverkehr zu bieten hat. Schnellgüterzüge mit Gattungsbezeichnungen wie Intercargo oder Intercombi Express, die unter Benutzung der nun ICE-freien Neubaustrecken beispielsweise München und Hamburg im Nachtsprung verbinden. Oh, mein lieber Mann, kommen die angebrezelt. So ein mit 120 Klamotten vorbeidonnernder Güterzug ist schon beeindruckend. Gegen 4 Uhr hält der Himmel auf. Erste Vögel zwitschern bereits seit der Durchfahrt des D-Zuges und es kühlt merklich ab. Neben den Piepmetzen erwachen auch die Mannen in Maschen und schicken einen bunten Zug auf Reisen, an dessen Schluss eine Gruppe Kühlwagen läuft. Riecht das hier jetzt tatsächlich nach Fisch oder träume ich das bloß? Dann ist erneut eine halbe Stunde Funkstille gen Süden. Da wurde das Pulver wohl bis 23 Uhr verballert, sozusagen vor meiner Zeit. Dafür geht es jetzt in Gegenrichtung zur Sache, und zwar so richtig. Im Blockabstand rollen Frachten aus dem Süden der Republik heran. 3.58 Uhr, 4.03 Uhr, 4.07 Uhr, 4.11 Uhr, 4.15 Uhr. Güterzüge und kein Ende. Mit jedem Schritt, den der Minutenzeiger auf der Bahnhofsuhr zurücklegt, schwindet ein Teil des Zaubers der Nacht. Ein Hahnenschrei ergänzt die Melange aus fortwährendem Traktorengebrumm, dem Rumpeln kommender und gehender Züge und dem Vogelkonzert. Es tut gut, für einen Moment die Augen zu schließen und einfach an gar nichts mehr zu denken. Aber die Ohren bleiben auf Empfang. Von Winsen erhebt sich ein Rauschen, der nächste Güterzug jagt heran und weiter geht die Zeitrechnung im 4-Minuten-Takt. 4.19 Uhr, 4.23 Uhr, 4.27 Uhr, 4.31 Uhr, 9 Güterzüge im Abstand. Unglaublich, dass die alle ohne Stau ablaufen. Viertel vor 5, die Bahnhofslampen flammen auf. Jetzt, wo ohnehin gleich die Sonne emporsteigt. Um 4.52 Uhr haben die Asshausener die erste Chance des Tages, nach Hamburg zu gelangen. Na, liebe Frühaufsteher, gut geschlafen oder auch Züge gezählt? Bisher sind's 59. Eine Schlange aus weißen und gelben Postcontainern 3 Minuten später bedeutet die Numero 60. Dann wieder ein dumpfes Röhren aus Richtung Winsen. Auch im nördlichen Bahnhofskopf taucht eine wummernde Diesellok auf, zusammengeschraubt in den unendlichen Weiten der Sowjetunion. Der Fußgängersteg, von dem aus ich das Spektakel betrachte, wackelt bedenklich, als es direkt darunter zur Begegnung von zweimal geballter Russenpower kommt. Augenblicklich bin ich eingehüllt von einer Abgaswolke. 20 nach 5. Der erste Münchner ICE fliegt mit 200 km/h durch den friedlich daliegenden Dorfbahnhof. Gleichzeitig erhebt sich eine rote Sonne hinter der Baumreihe an der alten Bundesstraße 4 und beleuchtet taunasse Holzschwellen. 10 Minuten später naht der erste Regionalexpress nach Uelzen. Der Auslastungsgrad ist gering
Die potenziellen Nutzer des schönen Wochenendes wälzen sich noch in den heimischen Federn. Abgesehen davon dürfte es die Hamburger an diesem Sommerwochenende eher nach Sylt oder Travemünde ziehen, statt ins aufgeheizte Hinterland. Das hier sind übrigens Originalaufnahmen aus der Stunde, in der jene denkwürdige Nacht dem Tag wich. Der Rest meines Asshausen-Aufenthalts ist schnell erzählt. Gegen 6 Uhr fegt der erste Interregio auf seinem kurzen Weg von Hamburg nach Hannover vorbei. Ihm begegnen 4 einander hetzende Containerzüge. Hinter dem IR klebt auch schon der nächste ICE. So früh am Morgen und schon plus 10. Kein Zweifel, diese Nacht ist vorbei. Für Güterzüge bleibt da kein Platz mehr. Bis ich mich um 6.46 Uhr von Asshausen verabschiede, wagt sich nur noch ein einziger auf die Strecke. Jetzt haben SE, RE und ICE das Sagen. Mit einem leeren Stadtexpress trete ich den Heimweg an. Zeit, um meine Aufzeichnungen durchzusehen. In fast 7,5 Stunden zeigten sich 82 Züge, von denen 48 in Richtung Norden unterwegs waren. 57 Fahrten waren Güter- oder Lokzüge. Hochbetrieb herrschte zwischen 23.22 Uhr und Mitternacht mit 13, sowie zwischen 4 und 6 Uhr mit je 12 Zügen pro Stunde, während sich die ersten 60 Minuten dieses Sonnabends als saure Gurkenzeit erwiesen. Was ergibt die abschließende Hochrechnung? 266 Züge täglich. Nicht schlecht, aber ein paar mehr werden es schon sein, weil tagsüber, wie erwähnt, wenigstens 5 Reisezüge pro Stunde und Richtung durch Asshausen rollen. Viele Zahlen, und trotzdem wird der Außenstehende kaum nachvollziehen können, was ich hier und heute erlebt habe. Die Bilder und Geräusche nächtlicher Zugfahrten in einem gottverlassenen Dorfbahnhof lassen sich nicht in einem Notizbuch festhalten und sind auch nicht mit Linien- und Zahlenkombinationen im Bildfahrplan zu umschreiben. Und dann ist da ja noch die Frage nach der unzumutbaren Lärmentwicklung. Ich drücke es diplomatisch aus und sage, dass es gewiss gewöhnungsbedürftig ist, an einer Bahnstrecke zu wohnen und zu schlafen, auf der in einer Nacht wie dieser alle 5,5 Minuten ein Zug fährt. Insbesondere mit Blick auf die neuen Eigenheime in Sicht und Hörweite des Bahnhofs frage ich mich aber doch, wieso man erst ein Haus in Gleisnähe baut oder kauft und sich dann über Lärm beschwert. Hamburg-Hannover ist ja keine gänzlich unbedeutende Strecke und das sollte man schon berücksichtigen, wenn man sich in Asshausen niederzulassen gedenkt. Aber es ist müßig, deswegen den Kopf zu schütteln. Im gleißenden Morgenlicht erreiche ich Harburg. Eine halbe Stunde Aufenthalt, fast so wie am Abend. Auch ansonsten gleichen sich die Bilder. Wieder jagen sich 2 ICE am selben Bahnsteig, wieder zeigt sich der Franzosenzug, wieder rollen Güterzüge im Minutentakt. Außerdem führen einige Take-That-Verschnitte ihre Tänzchen am Bahnsteig auf, bevor sie sich um 7.33 Uhr mit dem Bremer Regionalexpress aus dem Staub machen. Das ist neu. Der SE nach Tostedt folgt 4 Minuten hinter dem RE. Klecken an 7.49 Uhr, schnell aufs Fahrrad, ab nach Hause und nix wie ins Bett. Die Nacht am Bahndamm war zweifelsohne legendär. Auf meinen Schlaf möchte ich trotzdem nicht verzichten. Und während Vicky sich in Norwegen nochmal auf die andere Seite dreht, der Migi in Tunesien zum Frühstücksbuffet stürmt, Phil in England den Duft frisch gebratenen Specks inhaliert und Miri in Tschechien von ihrem kleinen Bruder wachgekitzelt wird, schlummere ich ein, mit der Erinnerung an eine unvergessliche Nacht.